Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Biker Information. Mein Name ist Heiko, ausgebildeter Motorradtrainer, aber das wisst ihr ja mittlerweile an. Ihr seid Füchschen und ich darf euch heute was über die Roller Action Cam 9S erzählen. Wir haben das ja neulich ja schon angekündigt. Im Moment gibt es ja ein Bundle für 129 Euro. Standard Case ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Auch eine Fernbedienung, aber im Moment ist noch ein weiterer Akku und ein Handgriff dabei. Also das ist schon mal echt top der Preis. 129 Euro. Gibt es irgendwelche Nachteile, die ich gleich am Anfang auch erzählen möchte? Ja, zwei Stück, weil ich halt auch viele Kameras teste. Das bedeutet, Kamera vorne drauf oder du hast sie nicht gerade im Sichtfeld. Mit der Fernbedienung kann ich einmal Foto und einmal Video auslösen. Und wenn ich das Video ausgelöst habe, sehe ich nicht durch ein Blinken, dass das Video läuft. Also das muss man auch ein bisschen natürlich im Gefühl haben. Sonst noch ein wichtiger Punkt, ja, das sind die Windgeräusche. Die Kamera an sich tut die Windgeräusche nicht so gut absorbieren. Das bedeutet, du hörst viel Hintergrundgeräusche. Aber das werdet ihr gleich in den Videos sehen, wenn wir sie euch dann zeigen. Vorteil ist in dem Moment, die Menüführung der Kamera ist wirklich einfach. Ich kann sie in verschiedenen Sprachen einstellen. Die Bildqualität, wenn ich also ein Foto mache, die ist astrein. Also gibt es gar nichts zu mäkeln. Die Videoqualität, die wir gemacht haben, wir haben sie in 4K 30 FPS gemacht, ist einwandfrei. Da kann man überhaupt nichts zu sagen. Wenn du sie als Analysekamera benutzen möchtest, kein Problem. Wenn du so damit Freunde, deinen Hund, deine Familie, auch einen anderen Motorradfahrer, ganz egal, fotografieren möchtest oder halt wie gesagt Videos erstellen möchtest, alles gar kein Thema. Abschließend, was will man dazu sagen? Die Kamera ist Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv top. Wer mit dem Ton irgendwo zurechtkommt und sagt, ist okay, den schneide ich weg, ich tue da Musik drunter unterlegen, definitiv dann okay. Also ein Fazit, eine klare Kaufempfehlung, was das betrifft. Die Videos, bleibt einfach dran, schaut euch die an. Wir lassen den Ton, wenn er wirklich zu schlecht ist von den Geschwindigkeiten, holen wir ihn vom Geräuschpegel ein bisschen runter. Aber ihr solltet ja auch mal, ich sag mal, was ich vorher erwähnt habe, euch darüber einen Überblick verschaffen können. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu wünschen, wie noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zu einem nächsten Video auf Biker Information. Ciao.